Kernfusion ist das Thema, wenn es um die Energieerzeugung der Zukunft geht. Sie funktioniert nach dem großen Vorbild der Sonne. Ein Kernfusionskraftwerk würde eine Unmenge an Energie erzeugen und könnte somit vielleicht schon bald die Lösung aller Energieprobleme auf unserer Erde sein. Aber noch funktioniert es nicht. Aber wie nah sind wir dran? Wird einer der Prototypen vielleicht schon bald Strom erzeugen? Die 5 Projekte, die am dichtesten dran sind, jetzt bei Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Übrigens von der Republika in Berlin. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht, wie ihr da mit dabei sein könnt und hier mitbestimmt, was läuft, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Das geht übrigens auch mit anderen Messengern. Ihr wisst alle, bei der Kernfusionstechnik gibt es noch viele offene Fragen, die es zu beantworten gilt. Doch am Ende winkt im besten Fall tatsächlich eine Kernfusion, die umweltverträglich sauberen Strom produziert und damit den immer weiter steigenden Energiebedarf der Erde decken könnte. Doch vorher sind noch folgende Probleme anzugehen. Wie beispielsweise kann man es schaffen, mehr Energie aus dem Fusionsprozess herauszuholen, als man hineinsteckt? Das ist das Hauptproblem aus wirtschaftlicher Sicht. Dazu kommen die beiden folgenden Herausforderungen. Wie und wann wird es Forschungsteams gelingen, in einem Fusionskraftwerk einen Plasmastrom dauerhaft am Brennen zu halten? Und welches Material lässt sich finden, das den krassen Belastungen an der Innenwand des Plasmagefäßes standhält? Ich stelle euch jetzt 5 Projekte vor, die in meinen Augen aus verschiedenen Gründen erfolgversprechend scheinen, diese Probleme in Angriff zu nehmen und zu lösen oder auch eine alternative Lösung zu haben. Auf der 5, General Fusion. Das Millionengrad heiße Plasma wird hier in einer 3 Meter großen Stahlkugel erzeugt. Enthalten ist eine Mischung aus flüssigem Lithium und Blei. Von oben und unten werden Ringe aus Wasserstoffplasma geschossen. Von außen schießen jetzt mechanisch Kolben auf dieses Gemisch. Geschwindigkeit 100 Meter pro Sekunde. Dabei wird das Plasma so stark verdichtet, dass eine Fusionsreaktion zündet. Hochenergetische Neutronen schießen in die Blei-Lithium-Schmelze und heizen sie auf. Die wiederum gibt ihr Energie in einem Wärmetauscher ab. Es wird Energie erzeugt. Zurzeit arbeitet die Firma an einem Reaktor, der die Größe von 70% eines späteren kommerziellen Reaktors haben soll. Schon in wenigen Jahren will General Fusion einen marktreifen Reaktor anbieten können. Allerdings scheinen hier die Ziele noch ein wenig unkonkret zu sein. Es kann also noch dauern. Auf der 4 Tokamak Fusionsreaktor ST40, den hatten wir ja vor kurzem vorgestellt. An der Weiterentwicklung der Fusionsenergie ist auch eben das britische Unternehmen Tokamak Energy beteiligt. Der Reaktor namens Tokamak SC40 ist noch jung. Er wurde erst 2017 in Betrieb genommen und das erste Plasma konnte erzeugt werden. Ihre Reaktoren, also von Tokamak SC40, dieser Reaktor funktioniert anders als beispielsweise der Stellarator aus Greifswald. Denn hier wird das Magnetfeld zum Teil von einem im Plasma fließenden Strom erzeugt. Das Konzept beim Tokamak basiert also auf dem magnetischen Einschluss. Ein Plasma aus Wasserstoffisotopen wird so auf etwa 100 bis 150 Millionen Grad erhitzt. Laut der offiziellen Webseite von Tokamak Energy besteht die erste Phase des Prozesses darin, Plasmatemperaturen von 15 Millionen Grad Celsius zu erreichen. Also so heiß wie das Zentrum der Sonne. Noch in diesem Jahr will Tokamak Energy dann 100 Millionen Grad erreichen. Dann, erst dann, würden die geladenen Deuterium- und Tritiumpartikel, die sich normalerweise abstoßen, verschmelzen. Das Ziel des Unternehmens ist es, im Jahr 2025 mit dem ST40 erste Elektrizität zu erzeugen. Also schon 2025 und bis 2030 soll dann auch kommerziell nutzbare Fusionsenergie hergestellt werden. Das ist also eine echte Perspektive. Aber ist TAE Technologies mit seinem Testreaktor Norman näher dran? Ja, auf der 3 das Startup-Unternehmen mit einem besonderen Plan. Das dritte Projekt hier tanzt etwas aus der Reihe, denn es ist nicht staatlich, sondern ein US-Startup namens TAE Technologies. Unter den Unterstützern und Investoren sind einige wirklich namhafte Leute aus der Wirtschaft und Technologieszene. Zudem hat das Startup mit Google zusammengearbeitet, um Algorithmen für seine Experimente zu produzieren. Damit soll eine bessere Stabilisierung und Kontrolle des wirklich empfindlichen Plasmas gewährleistet werden. Zudem nutzt das Startup Supercomputer des US-Energieministeriums, um seine Datenverarbeitungsprozesse zu erhöhen. Mitte 2017 konnte in dem 20 Meter langen und 5 Meter hohen Testreaktor Norman ein Plasma 11,5 Millisekunden stabil gehalten werden. Für die Erzeugung von Fusionsstrom ist das natürlich viel zu kurz, aber um Plasmaparameter zu analysieren und zu optimieren,
sei dies völlig ausreichend, so die Verantwortlichen. Das Besondere an diesem Ansatz ist bei TAE Technology übrigens die Verwendung des Isotopen Bohr 11, anstatt wie üblich die beiden schweren Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium. Der Prozess läuft wie folgt ab. Gebündelte Strahlen aus Protonen dienen zur Erzeugung eines möglichst dichten und langlebigen Plasmas. Das Bohr wird getrennt injiziert. Die Protonen werden mit 900.000 Kilometern pro Stunde ins Zentrum des Reaktors geschossen und durch ihre Kollision entsteht eine unfassbare Hitze. Sie ist für die Kernfusion mit dem Bohr notwendig. Einzigartig ist, dass sich das heiße Plasma durch ein selbst erzeugtes Magnetfeld stabilisiert. Dadurch ist ein extern aufgebautes Magnetfeld, das bei ITER etwa notwendig ist, um die geladenen Teilchen sicher einzuschließen, überflüssig. Das ist ein komplett anderes Prinzip als in den restlichen Forschungsreaktoren. Dort wird ein Plasma ja in einem Ring erzeugt. Bei TriAlpha werden zwei Plasmen an zwei Enden einer Röhre erzeugt und dann aufeinander geschossen. Erst hier ist das Plasma dann so heiß, dass die Fusion in Gang kommt. Bei diesem Verfahren entsteht das heiße Plasma ja wohl deutlich unaufwendiger, denn mit der Investition von lediglich einer halben Milliarde Dollar will die Firma schon bis spätestens 2030, aber eher 2027, einen funktionierenden Prototypen gebaut haben. Damit liegen sie ziemlich gut im Rennen. Auf der 2 das Projekt, das Kernfusionsexperiment Wendelstein 7X bei Greifswald. Wir hatten darüber berichtet, im vergangenen Herbst sind die Experimente nach großen Umarbeiten am Kernfusionsexperiment Wendelstein 7X bei Greifswald wieder losgegangen. Fusionsrelevante Plasmen mit einer Heizleistung von 8 Megawatt sollen erzeugt werden. Tatsächlich doppelt so viel wie bisher. Das Plasma wird dabei unvorstellbare 70 Millionen Grad heiß und soll nach den Vorstellungen des Greifswalder Forschungsteams 10 Sekunden lang stabil bleiben. Und das ist gar nicht so unrealistisch, denn Experten und Expertinnen halten die Kernfusionsanlage für eine der modernsten Forschungsanlagen überhaupt. Das erste Plasma wurde Ende 2015 erzeugt, danach folgten rund 1000 Experimente. Dabei wurden tatsächlich Elektronentemperaturen von bis zu 100 Millionen Grad Celsius und Ionentemperaturen von bis zu 20 Millionen Grad Celsius erreicht. Mit neuen Messinstrumenten, einer leistungsfähigeren Heizung und einem Hitzeschild will das Greifswalder Forschungsteam die Leistung der Mikrowellenheizung auf 8,5 Megawatt verdoppeln und eine höhere Dichte und Temperatur des Plasmas erzielen. Und das im Dauerbetrieb. Geplant sind unter anderem Experimente zur Stabilität des Plasmas, zum Einsturz des Plasmas in den Magnetring und auch zur Heizung. Nach diesem ersten Meilenstein sind dann weitere Umbauten geplant, um in etwa 3 Jahren Plasmen für eine Dauer von einer halben Stunde aufzubauen. Das wäre wirklich ein riesiger Schritt. Dafür soll die Heizleistung langfristig um weitere 2 Megawatt erhöht werden, unter anderem durch kohlenstofffaserverstärkte Kohlenstoffelemente, die bislang von Graphitkacheln sollen damit ersetzt werden. Die Ergebnisse sollen Forschungsteams weltweit dann bei ihren Plänen weiterhelfen, langfristig ein Kraftwerk zu entwickeln, in dem letztendlich elektrischer Strom gewonnen wird. Denn das ist das Ziel von Wendelstein 7X. Es sollen alle Vorarbeiten für den Bau eines Kraftwerks dieses Stellarator-Typs geleistet werden. Und es scheint, als läuft hier wirklich alles nach Plan. Das klingt wirklich vielversprechend. Und auf der 1 ITER, der größte Fusionsreaktor der Welt. Bei St. Paul-le-Durance im Süden von Frankreich wird derzeit der größte Fusionsreaktor der Welt gebaut. Sein Name ITER, das steht für International Thermonuclear Experimental Reactor. Die lateinische Bedeutung von ITER ist Weg. Und vielleicht ist dieser Weg tatsächlich der richtige, um erstmalig in einem Fusionsprozess Energie zu gewinnen. An diesem Projekt wird deutlich, dass man weltweit eingesehen hat, dass nationale Alleingänge keinen Sinn machen. An dem Fusionsreaktor in Frankreich arbeitet die halbe Welt zusammen, die europäischen Staaten zusammen mit Russland, USA, Indien, Japan, Südkorea und China. Die Kosten werden wohl bei rund 15 Milliarden Euro liegen, wobei die Hälfte davon aus der EU kommt. Technisch gesehen basiert ITER auf dem Tokamak-Prinzip. Doch bei diesem Konzept des magnetischen Einschusses soll ein reifenförmiger Magnetfeldkäfig das Plasma deutlich länger zusammenhalten. Denn an dieser sogenannten Energieeinschlusszeit hapert es bislang. Doch ITER übertrumpft alle bisherigen Projekte durch sein Verhältnis von Volumen zur Oberfläche. Sein Plasmavolumen beträgt, Achtung, unglaubliche 840 Kubikmeter. Und das ist eben notwendig, um die Verlustprozesse möglichst klein zu halten. Im Jahr 2025 soll dann das erste Plasma gezündet werden. Nach weiteren Installationen ist das eigentlich der Ziel für 2035 angepeilt. Der Betrieb mit Deuterium, Tritium.
sie zu einem Neutron an einem Heliumkern fusionieren. Und in der letzten Stufe soll ITER krasse 500 Megawatt Fusionsleistung erzeugen. Also das ist wirklich der erste Reaktor, wo man ganz konkret weiß, der wird, wenn nicht irgendwas richtig schief geht, der wird wirklich funktionieren. Aber wie anfangs schon angesprochen, ist ja nicht nur der Fusionsleistungswert an sich von Bedeutung, sondern vor allem auch das Verhältnis der Fusionsleistung zur externen Heizleistung, der Q-Wert, ein Verstärkungsfaktor. Der bisherige Rekord liegt ja bei Q 0,7. ITER soll den Wert 10 erreichen, womit das erste Mal ein Wert größer als 1 realisiert würde und eben Energie gewonnen werden könnte. Ja, wenn ihr als erstes Neues zum Thema Kernfusion und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch mit anderen Messengern wie Telegram, Instagram oder dem Facebook Messenger verknüpfen. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klixum mitmachen und mitbestimmen, was hier bei Klixum passiert. Der direkte Draht zu mir, einfach hier draufklicken und zur Begrüßung habe ich ein kleines Goodie. Und natürlich nicht das Abo mit der Glocke, also hier, bing, genau, vergessen. Hier geht es weiter, also hier mit die Lüge der Energiewende. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.